Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Firewatch. Und ja, wir sind am Campingplatz und wir suchen die Urheber von diesem Feuerwerk, dieser brandgefährdeten Region in Wyoming. Gut. Hier gibt es noch ein bisschen was zu gucken. Da ist Feuerstelle. Das Zoom finde ich ja toll. Ich meine, das gibt es ja auch. Da hinten ist noch irgendwas Buntes. Das gibt das, ja, das Spiel gibt es ja auch her, dass man da schön reinzoomen kann. Rucksäcke. Wir haben Rucksäcke gefunden. Können wir die irgendwie bekrabbeln? Nein, können wir nicht. Wir können sie nur melden. Hallo, Delilah. Ich habe Rucksäcke gefunden. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ja, wie? Ich habe nicht belästigen. Ich dachte, ich soll ihn in das Maul hauen. Oder wie war das? Lagerfeuer melden. Wir melden alles. Sie haben auch ein Lagerfeuer gemacht. Mami, Mami, ich weiß was. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Oh ja. Dumme Menschen gibt's genug. Da steht austreten. Müssen wir dafür näher. Ah, wir müssen dafür näher ran. Bündel Feuerwerk. Ach, da liegt Feuerwerk. Ja, das sowas sind wir noch nicht. Austreten. Und nochmal austreten. Ja. Mehr austreten geht nicht. Das kann aber immer noch. Genau. Ich habe das Feuer gelöscht, Chefin. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Okay. Ja, das haben wir also richtig gemacht. Was steht hier? Whisky. Nehmen wir mal. Ferret or Irish. Billige Plörre, hat er gesagt. Ferret Irish, billige Plörre. Können wir zurücklegen, fallen lassen, für später aufheben. Oh ja, das werden wir tun. Und wir können Delilah anrufen. Guck mal, was war denn hier der Ferreter? Heißt das Fretschen? Oder Fischotter? Eins von beiden könnte es nämlich sein. Single Malt, das ist auch keine billige Plörre, so wie die Flasche aussieht. Product of Island, ach ja, der ist halt ein Ami, hat keine Ahnung. Ist halt kein Bourbon. Ne? Delilah, wir haben was gefunden. They left half a bottle of whiskey, decent stuff. Drunk pyromaniacs, fucking great. Zurücklegen, wird euch bescheuert, ich nehme die mit, die wird konfisziert. Jep, hat er doch so ein bisschen in der Hand hin und her gewogen. Lagerfeuer austreten. Nein, wir haben es schon ausgetreten. Das können wir offensichtlich repetitiv immer wieder tun. Bierdosen. Die räumen wir auch weg. Ups, nicht. Weg damit. Weg damit. Und jetzt haben wir das ist noch eine Bierdose. Weg damit. Ist da noch was drin? Ja, da war. Ich glaube, die war noch voll. Bündel Feuerwerk nehmen. Magic Missile. Aha, und? Was haben wir sonst noch? Screaming Wife. und das da ist, was immer. Schön gemacht, ne? Also, ganz, ganz liebevoll gemacht, finde ich. Wir rufen den einer an, komm, ja. Feuerwerk, man. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Ja, konfiszieren können wir auch mit E. Also E ist ja super. Und jetzt, da liegt noch was. Kleidung. Die können wir uns aber nicht angucken. Bisschen dicke Bekleidung, ne? Das ist eine Jeanshose, aber irgendwie dafür, das sieht doch sehr sommerlich warm aus, ne? Kleidung. Direkt melden. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay.
Wir gehen also unserem, wie schön. Wir gehen also unserem Bildungsauftrag nach. Ich nehme an, diesem Weg folgen wir jetzt. Und was hängt denn da? Ist es das, was ich denke? Es ist das, was ich denke. Das Spiel kommt ja schnell zur Sache. Wir gehen also unserem Bildungsauftrag nach. Und verpissen uns dann wieder, hat Leila gesagt. BH, den untersuchen wir mal. Das könnte ja wichtig sein, ne? Falls wir keine Personalien feststellen können, haben wir immerhin die BH-Größe. Untersuchen. Ja, mit Spitze. Und jetzt? Wie, was, was? Achso, ich dachte, was hat er gemacht? Fallen lassen. Wir rufen Delilah an. Natürlich, ein verdächtiger BH. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Schön professionell bleiben. Pyromanen, die auch noch nackt sind. Ein Höschen untersuchen. Ja, das gehört zweifelsohne zu dem BH. Blötsch. Ich habe noch was gefunden. There are panties. Panties? There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Okay, wir haben dann eine Unterhose gefunden. Da läuft dann noch irgendwie Musik. Und hier liegt noch ein BH. Den kann ich aber nicht. Noch ein Höschen. Muss ich näher ran zum. Wieso kann ich den nicht untersuchen? Ich will das untersuchen. Das kann ich untersuchen. Aber dafür müsste ich mich, glaube ich. Wieso kann der Kerl sich nicht in die Hocke gehen? Naja, gut. Zweites Paar Unterwäsche melden. There's a. Ooh. Yes? Antworten. Moment. Zwei nackte Frauen. There are two naked ladies out here. Can you handle that? I like naked ladies, same as anyone, but there's. You know. Two? Yeah. Two. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Also Delilah, zum einen hat sie eine schöne Stimme und zum anderen hat sie auch einen schönen Humor. Ja, also. Marc, aber wieso kann ich das nicht untersuchen? Das finde ich jetzt so ein bisschen. Dann crouchen? Vielleicht mit 10? Ne. Was haben wir sonst noch hier? Ich nehme mal ein paar Tasten. Das war I. Durch, ne? Tab, auch nix. Hier vielleicht. Ne. Ja, was weiß ich. Also wir wünschten, wir könnten es untersuchen. Aber wir sind vom Weg abgekommen. Wir kamen von da. Aha, gefunden. Jetzt haben sie offensichtlich so ein paar Wunderkerzen angemacht. Ja? Das wäre doch das Thumbnail hier fürs nächste Video. Wir haben sie gefunden. Auftrag erfüllt. Mission accomplished. Die Lala geht mir auf die Nerven. Teenager sind betrunken. Ghetto Blaster neben. Stereo! Oh, hey! Put that down! Seriously, it was expensive! Fucking cool it with the fireworks! Please just put it down! We won't light anymore! This guy's creepy, Chelsea. You asshole! Light another firework and it won't be your stereo I wreck! Oh, fuck you, psycho! Yeah, fuck you! You'll fucking pay for this! You can't just harass girls in the woods. Let's get out of here. Aha, das war also die Story mit dem Radio Ghetto Blaster. Die können wir wieder nehmen. Der ist tatsächlich kaputt gegangen. Hey, Nico, okay? Ja, sicher. Alles gut. Ist erledigt.
Ist erledigt. It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Ja klar, ist unser Job. So, nehmen wir das Ding wieder. Gibt's hier irgendwie. Wir können es wieder weglegen. Blöpp, da steht's wieder. Josie Lake. Okay, wir sind an Josie Lake. Ja, Josie Lake ist echt toll. Können wir vielleicht ein bisschen schwimmen? Oder den Girlies nachstellen? Nein, ich höre eine Ente, aber ich sehe keine. Und hier ist Schluss für uns mit Schwimmen. Der Kollege ist offensichtlich wasserscheu. Ja, der hat ja auch sein. Was war das? Diese schottische Seife, ne? Ich habe das Radio einfach nur ins Wasser geschmissen, weil ich mal sehen wollte, was da passiert, weil die Musik. Ich dachte erst, er könnte es ausschalten, aber anscheinend nicht. Und ist das schön. So ohne Feuerwerk und ohne nackte Teenager. Wir haben ein Wegweiser gefunden. 0,6 Meilen. Und auch das können wir unserer Chefin melden. Wegweiser. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Wie witzig. Wie witzig, Frau Chefin. Wir haben ja kein Seil mehr, oder? Da hängt noch so ein halbes Seil. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob ich ihn konfiszieren kann. Ja, Josie Lake, kennen wir. So, nee, ich kann ihn einfach weglegen. Naja, gut. Hat sich das erledigt. Gut. Der Heimweg gestaltet sich also irgendwie anders. Blick auf die Karte. Irgendwie mag ich das gelbe Licht. Also von der Stimmung her, wir gehen da oben rum, den Thunder Canyon nach. Aha. Und wie kommen wir dann an unser, ja, da muss man da durch dieses Tal da, das Geschlängelte. Jo, wird schon irgendwie klappen. Im Canyon können wir uns auf jeden Fall nicht verlaufen, nehme ich mal an. Also immer am Bach entlang. Hat der einen Namen? Ich muss mich ja hier langsam so ein bisschen anfreunden mit der Geografie. Das ist ein Trail. Nö, ein namenloser Bach. Ist dann wohl der Sanderbach. Also, wir marschieren mal am Sanderbach vorbei. Und auch hier die Felsen. Also. Ich habe mich schon verliebt in das Spiel. Die Leiter ist irgendwie ganz witzig. Sehr eloquent. Sehr schlagfertig. Ach, guck mal da, die weißen Kanten. Ich nehme an, das ist so der Hinweis für die ganz Doofen wie mich. Ja, es ist der Hinweis für die ganz Doofen. Und die Umgebung ist ja wirklich zauberhaft, ne? Das macht es natürlich ein bisschen schwer, das Image für das Thumbnail-Image zu bestimmen, weil hier ist ja irgendwie alles schön. So, hüpft er wieder runter, das macht er ganz selbstständig ohne Leertaste. Irgendwie habe ich verdacht, wir müssen nach rechts, ne? Hier ist der Bach. Ja, gehen wir mal hier nach rechts. Haben auch mehr Sonne. Leertaste. Irgendwie so ein bisschen angesoffen rumwackeln tut er schon, wenn er irgendwo hochklettert. Aber gut. So, I have a bit of a confession to make. Delilah muss uns was sagen. Ja, was denn? What is Delilah? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Ach. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Das ist aber süß von dir, oder? Das ist keine große Sache.
besoffene Chefs sind keine große Sache. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Ach Quatsch, wir besaufen uns anyway, zusammen. Let me know when you get back to your lookout. Ja, mach ich. Oh. Macht die Leila sich ein bisschen Sorgen? Mhm. Halten, heranzoomen. Ja, das haben wir doch schon. Wir zoomen wie ein Gestörter. Und hier ist irgendwie... Müssen wir jetzt irgendwas Besonderes hier sehen? Erspähen? Irgendwelche Sternbilder bestimmen? Nee, ne? Vielleicht nur, dass wir... auch unsere nächste Krabbelecke finden. Oh, hier kommt er auch drüber. Ist ja... Ja, ich... doch, ich bin... Moment, ist da oben irgendwas? Da ist doch was. Obwohl, das denke ich ja manchmal hier so mit ihren... Da ist was. Meinte sie das eben mit ranzoomen? Das ist doch Qualm, oder? Ja, ne? Was ist das? Können wir das ein bisschen... Vielleicht kriegen wir das keines Crouchens beigebracht? Nein, kriegen wir nicht. Da, dieser dreieckige Fels, oder in welcher warst denn der da warst, ne? Da hat's doch irgendwie... Oder ist es jetzt Staub? I'm a little bit irritated. Wir haben keinen Weg mehr, wir haben nur noch Fluss. Ja, ich glaube, das ist Staub. Aber nur da? Ach ja. Ich höre ein Donner. Wir sind ja auch im Donner Canyon. Aber donnert es hier immer? Ach, schön. Ich versuche es nur noch innerlich zu seufzen. Gewitter denn her? Henry in Gefahr. Ach, das staubt da an mehreren Stellen. Staubt es jetzt mehr? Weil Wind aufkommt? Ich höre das sowas wie Wind, ne? Henry in Gefahr. In Gefahr, nass zu werden. Ich meine, vom Blitzer schlagen werden wir jetzt hier direkt nicht, oder? Was sagt mir jetzt die Karte? Kehr zum Feuerwehrturm. Ja, okay, und wir sind hier. Und hier müsste man doch eigentlich rechts abbiegen können, habe ich mir gedacht. Oder? Na, da, dass wir da irgendwie auf den roten Pfad kommen. Moment. Das hier sieht so ein bisschen aus, als könnte man da oben rüber. Da sind auch so Klettersprossen. Ich nenne die jetzt mal Klettersprossen. Ja, diese eingezeichneten Felsen. Aber ja, das wird der Weg sein. Ob wir da nochmal drüber springen? Ob wir das nochmal lernen? Gut, also für uns fällt das jetzt irgendwie flach, diese Option. Kein Seil, kein Steigeisen. Ja. Kletter-Equipment, nichts. Wir gehen mal hier weiter. Da war ja noch ein Cache eingezeichnet. Hier noch, hier. Das ist eine Cave. Ach, die Schande. Werden wir noch in irgendwelche Caves reinkriechen müssen? Werden wir das tun müssen? Will ich es dunkel sind. Hier draußen so schön. Mal gespannt, ob wir es vom Gewitter schaffen. Da ist unsere Box.
Da gucken wir es einfach rein. Hier macht das der Bach eine Biegung. Hier in Höhle. Aha, wir haben eine Höhle gefunden. Hier entspringt er irgendwie oder auch nicht. Die Sonne geht unter. Ach ja. Also, der Arbeitsplatz, den kann man schon nehmen. Ich gucke aber mal hier rein. Wir kennen jetzt die Kombination. Öffnen. Eins. Zwei. Tür läuft ja nicht weg. Drei. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel Echtzeit ist. Karte mit Informationen abschreiben. Aha. Cache 303, was ist das? Beartooth Point, Thunder Cape. Thunder Canyon? Also sind wir hier bei 303? Nee, ist doch nicht 303, wir sind doch hier. Doch, es ist 303, wo wir sind. Ja gut. Two Forks Lookout. Caves, dann müssen wir durch. Wir müssen durch die Höhle, ne? So wie das hier aussieht. Informationen abschreiben. Copy und Paste. Karte aktualisiert. Was haben wir aktualisiert? Ach, haben wir da eine Verbindungslinie eingezogen? Also, nee, wir haben da noch ein bisschen mehr rot gemalt. Aha, okay. Was ist das hier? Danger Prairie is a great auto-defend our frontier. Ach, guck mal hier, wie ruhig der Hirsch. Was haben wir da? Taschenlampe. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nehmen soll. Ich ruf mal an, da liegt ein Geweih. Taschenlampe wäre aber gut. Vor allem, wenn wir jetzt in die Höhle müssen. Oder warte mal, wir fragen sie mal nach der Höhle. Vielleicht sagt sie ja, nimm die Taschenlampe. Was so, ne? Ich hatte schon was gehört. Was ist in der Höhle? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Ja. Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So... So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Ja, aber scheint ja die Antwort zu sein. Ah, it doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Damn it! Okay, haben wir es ein bisschen hochgenommen? Öl? Ja, wir nehmen den Krempel jetzt einfach mit. Weil das ist ja irgendwie... Also, ich bin... Ja, so kommen wir doch heim. Anders kommen wir doch gar nicht heim. Unser Seil ist da irgendwo abgerissen. Ja, wir müssen durch die Höhle. Wir haben ja kein Seil mehr. Was ist das hier für eine Infrastruktur? Hä? Taschenlampe. Wir fragen. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Ah! F, Taschenlampe, ein aus. Aha, wir brauchen eine Höhle. Und ein Horn haben wir. Nehmen. Untersuchen. Ja, es ist ein Hirschgeweih. Und, ja, Taschenlampe habe ich. Ja, F. So, wenn das mal weg ist. Wir rufen wieder an. Nächste. Alles hier drin. Hier liegt ein Horn drin. Hm? Fragen wir mal, was das ist. Ein Horn oder ein Antler oder whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring.
Ja, gut, und? Wir können es nicht einpacken, wir können es nur fallen lassen. Zumachen. Und ich denke, wir müssen in die Höhle, ne? Ich wollte gar nicht in die Höhle. Ich dachte, wir gehen jetzt einfach heim. Machen uns Leckeres zu essen und schrauben den Whisky auf. Iltis Whisky Höhle. Ja, Höhle. Check. Ja, Höhle, Höhle, Höhle. Was ist hier? Ach, da kann man hochklettern. Ja, sehr schön. Tor zur Höhle. Sieht verschlossen aus. Mhm. Closed. For access key available. Also es gibt einen Schlüssel hier. At Ranger Station. Dubois? 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 Würde ich mal so aussprechen. Wyoming. Also sehr französisch. Höhle. Mal gucken, was unsere gute Delilah dazu sagt. Verschlossenes Tunnel mit Ash in der Höhle spielen. Kann man hier durchgehen. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Hank, sagt sie. Okay. Mit dem Esch oder Höhle spielen kann ich hier durchgehen. Kann ich hier durchgehen? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Oh, ist das einer dieser deiner Witze? Another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Yeah, it is. Also echt, der hat eine schöne Stimme. Ich mag die. Und einen schönen Humor. Mit dem Echo in der Höhle spielen. Hallo, Echo? Hallo! Nochmal mit dem Echo spielen. Hallo! Okay. Wir haben es ausgereizt. Das war jetzt auch ein bisschen kindisch, ne? Oh, er kann ja richtig klettern, der Kollege. Er kann nicht crouchen, aber er kann klettern. Und wir sind oben. Leertaste, Sprung nach unten? Hell no, ich will heim. Karte. Also, ich muss sagen, das Spiel beschäftigt einen schon irgendwie mit der Umgebung. Oder da drei und vier sind, da können wir irgendwie gehen, wie wir wollen. Und mal gucken. Ah ja, gut. Also, es ist schon, wird schon merklich dunkler, ne? Was ist hier? Leertaste und. Hoch und. Person? Was ist denn das? Was ist das? Da steht jemand mit einer Taschenlampe. Person. Und da habe ich Typen melden. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something I. Something someone should have told you about this area. Ach. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Aha, schön, dass wir das jetzt erfahren. Stand das. Ist das der Zaun von unserem Turm da oben? Da war doch so ein Zäunchen. Und wie zur Hölle komme ich hier weiter? Komme ich hier weiter? Was sagt denn zur Map? Indem wir einen Rechtsbogen laufen? Ach da! Da oben ist so ein Typ. Prank.
Tisch, dass es gerade dunkel ist. Wir strapen noch mal ein bisschen hier hoch. Also Leute kommen und gehen, oder wie habe ich das zu verstehen? Es ist ja... Wir sind ja nicht in Two Forks. Leertaste springen. Wir sind nicht in Two Forks, sondern in... im Kuckucksnest quasi gelandet. Also, ne, einer flog drüber und so. Oder das ist hier der Punkt, den alle Mondsüchtigen besuchen. So, hier, der stand hier, der Typ. Hier stand er. Da kann man hochklettern. Mein Gott, was ist denn das für eine Tour? Sprung da unten. Also mit seinen Agility-Punkten will ich hier keine Verfolgungsjagd machen. Gut, hoch da. Und auch da müssen wir hoch. Das macht er zum Glück sehr selbstständig. Großer Junge. Ja, und er hat seinen Ring an. An der linken Hand. Nein, wir springen nicht nach unten. Heute nicht. Ist irgendwo ein Irrer, wird noch darum gehen können, oder? Ah ja, gut. Wir müssen uns den Whisky noch ein bisschen verdienen. Wir hätten noch da hinten rumgehen können, aber da wären wir, glaube ich, nicht zu dem Punkt gekommen, wo der Typ stand. So, ich erwarte den die ganze Zeit vor uns hier. Aber wie wir gesehen haben, auf dem Foto ist Henry. Genau, hier kommt der andere Weg hoch. Ist Henry schon eine ziemliche Kante, ne? Also der muss sich jetzt nicht so schnell fürchten. Und der andere scheint ja recht agil zu sein. Aber wir sehen ihn nicht mehr. Leertaste Felshook, das ist ja aber gar keine Kante. Wie macht denn das jetzt? Ach, dein Leertaste. Ich erwarte den irgendwie vor, dass er jetzt vor uns steht. Weg? Was? Weg gesperrt, Schild. Jetzt hat das Spiel mich aber. Ich rechne die ganze Zeit mit diesem Irren, dass sie uns ja einen überzieht oder so. Ja, Delilah, ich muss was melden. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Gut. Ja, das hat mich jetzt doch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Dieses Schild, da ist so ein Turm. Wo ist dieser Irre? Wo ist dieser Irre? I don't know. Ja, das Licht brennt noch, immerhin etwas. Hallo? Ach, der sieht ja echt schön aus, hier vom Sternenhimmel. Ja, hier, unser toller Turm. Mal gucken. Das ist ja schon mächtig hoch, so ein Ding, ne? Ach ja. Betonsteine. Die kann ich nehmen. Untersuchen. Betonstein. Ja, zweifelsohne Betonstein. Und unser Turm ist aus Holz. Sehr verdächtig. Das ist unsere Schreibmaschine. Wie kommt die hier runter?
Was soll die Musik plötzlich? Also, die hat jemand das runtergeworfen. Gucken. Untersuchen. Ja, zweifellos unsere Flemington fallen lassen. Und jetzt die Leila anrufen. Ich hab auch die ganze Zeit, dass der Typ hier irgendwo auftaucht und sonst überbrät. Die Leila. Achso, wir müssen das Ding ja anstarten. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Wir müssen reingehen. Ich meine, das ist Licht noch an. Also, die hat jemand runtergeworfen, ne? Das ist klar. Das war dieser Typ. Vielleicht ist das der Typ, der ausgesperrt wurde. Von dem haben wir jetzt keinen Namen. Der ist irgendwie nicht... Moment, kann man mal reingucken? Ja, the guy couldn't take it. And so I locked up his lookout. Hätten wir seinen Schokoriegel mitbringen sollen. Zum Glück haben wir nicht gegessen. Aha. Wo? Ist er eben? Ich sehe keinen. Aber ist ja ein bisschen unübersichtlich hier. Zerbrochenes Fenster. Glasscherben. Vandalismus melden. Glasscherben. Chefin? Ich habe hier was gefunden. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker! Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Ach, das ist aber liebreizend. Über den Glasscherben. There's glass everywhere. Du hast nichts zu sagen. Wir haben auch nichts mehr zu sagen. Ich dachte schon, jetzt... Okay, I put in a call. Aha, und danke, ging schnell. Was können sie tun? What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 50. Do you have any idea who would have done this? Ey, ich bin neu hier. Wer soll denn das sein? Die Mädchen am See? Vielleicht der Typ im Canyon? Typ im Canyon. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Okay. I need you to feel safe out here. Ja, ich würde mich auch ganz sicher fühlen. Sag mir einfach, wo ich eine Waffe finde. Mach dir keine Don't worry Sorgen. About it. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy. Ja, sind wir. Super. Wir sind in Tag 2. Ja, mal gucken, wie der Kollege jetzt aufwacht nach dieser Nacht. Adi, schreib mal. Whiskey. Hey, wake up. Okay, wir haben es also mit Whiskey in Schlaf getrunken. Gut zu wissen. Ja, mit Delilah reden wir dann gleich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht sehen wir uns in einer weiteren Folge. Bis dahin. Tschüss.